Servus, grüezi, hallo und moin, moin, Burkhard Kado hier. Im Euten, im windigen Bassen bin ich gerade. Und hinter mir, wie ihr lest, neue Eröffnung, Bassener Bistro. Am 5.1. haben die eröffnet. Und ja, ich werde da mal heute essen gehen. Oh, ich habe ein Spiegel, besser so. Wir werden da heute mal essen gehen und mal gucken, was uns da so erwartet. Ich nehme mal Hund, ich nehme mal Lampe, denn es ist hier schon ziemlich dunkel. Und wir gehen jetzt einfach mal, in Richtung des Bistros. Und dann wollen wir mal gucken, was uns da erwartet. Also. Also von der Lage her muss ich ja sagen, wow, sehr mutige Aktion, hier ein Bistro zu einzurichten. Aber keine Ahnung, wir werden mal gucken. Der erste Eindruck, das finde ich schon echt cool. Eine super, mega auffallende Leuchtreklame. So, jetzt muss ich mal eben meinen Hund schnappen. Ich habe auch diesmal im Vorfeld gefragt, ob ich da drehen darf. So, jetzt muss ich mal eben hier meine Beleuchtungsdame noch mal bitten. So, wir gehen einfach mal weiter. Ja, wir haben im Vorfeld gefragt, ob wir da drehen dürfen. Da ist total richtig viel los. Keine Ahnung. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Aber heute ist Freitagabend. Jetzt muss ich mich wieder so rumdrehen. Sonst gehe ich gegen das Licht. Hätte ich nicht mit gerechnet. Das Ding ist gerammelt voll. Und jetzt musste ich erst mal fragen, ob ich da mit Hund rein darf. Und es ist ein ganz normales Restaurant. Hat so ein bisschen Imbiss-Stil. Und insofern, Hund war willkommen. Und auch Leute mit der Kamera wie ich. So eine lokalen Möchtegern-Reporter. Die sind, ist auch willkommen. So, jetzt gehen wir mal, jetzt seht ihr hinter mir schon mal das Bistro. Das sieht schon mal auf den ersten Blick recht amtlich aus. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal rein. Und dann alles Weitere erleben wir dann direkt, wenn wir da reingehen. Da machen wir jetzt aber keinen großen Alarm. Da gehen wir erstmal rein, gucken erstmal, essen wir. Und den nächsten Eindruck, den gibt es dann direkt. Zweite Einstellung, jetzt sind wir im Bassener Bistro und erster Eindruck ganz gut, erster Eindruck, aber als wirklich, ich war eben da, als erstes reingegangen, wollte mit dem Hund rein, habe natürlich gefragt, hey, sind Hunde willkommen? Ich als Hundebesitzer freue mich immer, wenn ich irgendwo mit dem Hund hin darf und der erste Mitarbeiter sagt, ja klar, Hund ist willkommen, komm rein, kommt der Inhaber mir entgegen, sagt, Hunde sind nicht willkommen, schade, also habe ich meinen Hund erstmal wieder weggebracht. Aber das ist ja nur der erste Eindruck, also für Hundebesitzer doch nicht so der heiße Tipp. Ihr wisst, dass ich immer gerne dahin gehe, wo Hunde sind. Ob das Essen schmeckt, weiß ich noch gar nicht, aber hinter mir, da sitzen sie. Das ist die Familie. Wie heißt ihr nochmal? Teja, T-E-Y-R. Wow, total schwierig für mich. Und jetzt gebe ich der Familie mal eben eine Minute Zeit, dass die einfach mal ganz frei von der Leber erzählen, was sie eigentlich vorhaben und ja, was sie hier den Eutner Gästen in Zukunft berichten. Und jetzt haben sie eine Minute Zeit auf euch. Yeah! So, ich fange da mal an. Wir sind beide in Bassen aufgewachsen. Von klein auf, unsere Familie schon seit über 30 Jahren hier im Ort Euten, quasi Bassen. Und wir wollten dem Ort eigentlich mal ein bisschen was zurückgeben. Es hat in Bassen seit Heidis Imbiss, glaube ich, so ein Ort gefehlt, an dem sich der Ort versammeln kann, an dem man ein bisschen schnacken kann, ein Bier trinken kann, gutes Essen genießen kann. Und dann hat sich mein Vater zur Aufgabe gemacht. Hast du dein Handy gekriegt? Und das Ergebnis ist das Bassener Bistro. Wir können einmal rumschwenken, sehr schön eingerichtet. Modern, trotzdem sehr gemütlich, leckeres Essen. Orientalische Speisen haben wir nur den Döner. Und zwar wichtig, dass wir, ich sag jetzt mal, die deutsche Küche auch vertreten, sprich Nudeln, Bratwurst, Pizza und auch Nudelgerichte. Naja, das war doch schon mal recht nett. Ob das Essen echt schmeckt, das sehen wir in der nächsten Einstellung. Denn wir gehen uns jetzt erstmal durch die Karte kämpfen und dann gucken wir mal, was wir uns aussuchen und ob es schmeckt. Alles Weitere dann. Bis gleich. Nächster Schnitt. Jo. Champions League.
So, da sind wir wieder. Mein allseits beliebter Toilettentest. Das sieht aber alles wirklich sauber, akkurat, niegelnagelneu aus. Ja, nee, kann man nicht meckern. Das ist alles fein, vom Nettesten. Frisch, sauber, akkurat. Das Essen sieht bis jetzt ganz gut aus. Und gucken wir mal, was das Essen gleich so hermacht. Der Laden ist ja sehr. Wie viel haben wir hier? 4, 6, 10, 20. Oh, 50 Sitzplätze hat er bestimmt. Aber es ist natürlich jetzt schwierig. Ich kann jetzt schlecht ins Restaurant reinfilmen, weil der Laden ist wirklich voll. Wie ihr so aus der Geräuschkulisse hört, sind ganz viele Gäste da. Und ich kann ja nicht einfach fremde Leute aufnehmen, ohne dass wir deren Zustimmung eingeholt haben. Und das wollen wir auch jetzt gar nicht. Aber Essen sieht gut aus und wir warten mal ab, bis mein Essen angekommen ist. Es handelt sich übrigens um ein Self-Service-Restaurant. Das heißt ganz normal, ihr kommt rein, bestellt wie in einer klassischen Imbissbude euer Essen am Tresen. Und ihr könnt euer Essen telefonisch vorbestellen. Also kein klassisches Bistro mit Platzservice. Wobei mir gesagt wurde, wenn du einen Tisch reservierst mit einer Gruppe, kannst du ja auch mit einem 10er-Tisch reservieren. Dann gibt es tatsächlich auch Tischservice. Aber generell kommen, bestellen, bezahlen, produzieren, mit zum Tisch nehmen. Klassisches Selbstbedienungsrestaurant. Und ich bin echt überrascht. Wir haben es jetzt Freitagabend, es ist 19.30 Uhr und die Hütte, ja, die bricht hier fast auseinander. Hier ist richtig was los. Und die, ja, auch der Laden ist voll und die Geräuschkulisse ist gut gedämmt, also wirklich freundlich. Und ach ja, was er mir noch gesagt hat, blau, Quatsch, grün-rot, alles in grün-rot gehalten, quasi die Bassener Vereinsfarben. Also insofern, wir haben sich schon was dabei gedacht. Unser Essen ist bestellt. Doreen, was hast du bestellt? Ein Döner-Teller. Ja, also es ist für mich kein klassisches Bistro. Es ist eher eine Dönerbude in meinen Augen. Es ist sehr Döner- und Pizza-lastig, aber das ist okay. Nur für mich als klassischer Gastronom ist Bistro noch ein bisschen was anderes. Aber ich habe ja auch mal Jahrtausend gelernt, muss man ja auch mal so sagen. Also, Doreen hat einen Döner-Teller bestellt. Döner-Teller kostet hier 7,50 Euro. Bin gespannt, wie groß der gleich ist. Ich bin zu den Nudelgerichten rübergegangen und habe mir gedacht, Pasta passt jetzt für mich. Und habe Penne-Döner bestellt. Penne-Döner mit Zwiebeln, Tomaten und Dönerfleisch für 8,90 Euro. Bin ich auch gespannt, was. Und die Kombination Nudeln und Döner, ja, die finde ich ganz nett. Und um einmal zu sehen, wie so ein frischer Salat bei denen aussieht, habe ich noch einen frischen Salat. Da kommt gerade wieder ein Gericht, das würde ich gerne mal eben fotografisch festhalten. Also, kleiner Schnitt. Es ist angerichtet. Unser Essen ist gekommen. Das sieht wirklich gut aus. Ich blende da nochmal ein paar Bilder ein. Wartezeit, muss ich sagen, war wirklich okay. Der Laden ist wirklich voll. Und insofern hat, ja, 10 Minuten vielleicht. 10, 12 Minuten. Also für, kann man wirklich sagen, Wartezeit absolut in Ordnung. Alle Gerichte, die hier rausgehen, muss ich sagen, sehen wirklich lecker aus. Der Kern des Testes, wie schmeckt es? Frau Taylor, was sagen Sie bis jetzt? Erster Test, Frau Taylor. Sehr lecker. Sehr lecker, sagt sie. Ich kann auch noch nichts zu sagen. Ich mache mal eben die Kamera aus, um zu gucken, ob es denn schmeckt. Wir sind mitten im Essen. Und darum, bevor ich jetzt aufgegessen habe und vergessen habe, was ich zu erzählen habe, mache ich das während des Essens. Aber meine Mutter hat immer gesagt, nicht mit vollem Mund reden, also tue ich das auch nicht. Also, meine Pasta mit Döner gefällt mir sehr gut. Frische Kräuter obendrauf. Die Pasta wunderbar al dente. Dönerfleisch, lecker, schön zart, gut abgeschmeckt. Gefällt mir sehr gut. Der Salat, frisch, keine braunen Ränder dran, nett drapiert, okay, Dressing ist Convenience-Dressing, aber absolut in Ordnung. Jetzt gehen wir zu Lorens Essen. Loren hat den Döner-Teller mit Pommes. Dönerfleisch,
Gut. Sie hat scharf bestellt. Was hast du gesagt? Scharf war nicht so, ne? Also wenn Frau Taylor sagt scharf, dann müssen wir, das habe ich ja ständig mit ihr, wenn sie sagt scharf, dann kann ich es gar nicht essen. Und wenn ich was als scharf empfinde, dann sagt sie, das ist lach. Aber in dem Fall sagt sie, das hat mit scharf nicht viel zu tun. Die Pommes sind sehr weich, wenig Salz drauf. Und dann die Soße oben drüber. Das heißt, die Pommes ertrinken in der Soße. Das finde ich fachlich nicht gut. Allerdings, fairer halber muss ich sagen, es gibt ja ein neues Gesetz, dass die Pommes nur bis zu einem gewissen Temperaturgrad frittiert werden dürfen. Darum sind alle Pommes mittlerweile, die man in Deutschland bekommt, immer etwas ja nicht mehr so kross und crispy, wie man sie früher hatte. Aber das ist die EU-Verordnung und es ist ja so mit allen EU-Verordnungen. Es gibt nur ein Land, die sich echt durchsetzen und das ist Deutschland, denn wir setzen ja alles um und wir testen ja auch alles. Also insofern, die Pommes sind sicherlich so nach den Vorschriften, wie das die EU-Verordnung verlangt, frittiert. Schmeckt aber labbrig, könnte ein bisschen mehr Salz haben. Und wenn du dann die Soße drauf hast, also du servierst die Soße oben drauf, dann ist das ein Handwerk, wo man sagen kann, okay, leg dir die Soße à part, so heißt das in der Fachsprache, also daneben oder extra, dann wäre das ein bisschen besser. Aber alles in allem muss ich sagen, die Essen sehen lecker aus. Personal ist total nett zu uns, aber na klar, wir haben uns jetzt ja auch so kennengegeben. Das ist immer noch was anderes, als wie ich bei meinem City for Two im letzten Jahr, wo ich ja einige Projekte versucht habe, auch um meinen Weg zu finden. Dann ist das natürlich, wenn ich nicht sage, wer ich bin, dann ist das natürlich noch authentisch. Aber lange Rede, kurzer Sinn, bis jetzt gut. Die Klo-Tour haben wir dann auch noch gemacht, habt ihr schon gesehen? Oder spiele ich jetzt hier rein? Und insofern, nee, alles erstmal gut. Ich esse erstmal weiter und ich melde mich gleich nochmal zu einem abschließenden Fazit. So, Fazit, Bassener Bistro, da waren wir. Nee, war wirklich lecker, kann man nicht anders sagen. Paar Kleinigkeiten, wo ich als Fachgastronom sage, okay, das könnte man verbessern. Ich habe eben gerade vom Wirt übrigens gehört, die verwenden frische Pommes. Frische Pommes, keine TK-Ware. Das heißt, das wäre für mich ein Alleinstellungsmerkmal. Das hat keiner. Andererseits, die Pommes haben mich nicht überzeugt. Das heißt, wenn es frische Pommes sind, dann würde ich sagen, hey, damit in die Werbung gehen und sagen, wir verkaufen frische Pommes. Aber da könnte man an der Qualität noch ein bisschen arbeiten. Die Biere, die rausgegangen sind, Bierzapfen haben sie noch nicht drauf. Sollten sie vielleicht noch mal lernen, weil ich sag mal, aber das können sie auch noch lernen. Da ist noch Aufbauarbeit zu leisten. Alles in allem, ja, sauber, lecker, guter Tipp. Da kann man wirklich gut essen gehen. Es bleibt abzuwarten. Die Lage, ich finde, in Bassen, das ist echt mutig, das Ding hier hochzuziehen. Ob sich das langfristig durchsetzen wird, weiß ich nicht. Wir werden es verfolgen. Aber wenn ihr in Euten mal Döner essen wollt, ihr wollt eine Pizza essen, die Pizzas sahen großartig aus, dann muss ich sagen, Bassener Bistro kann man machen, Daumen nach oben. Und die haben übrigens schon 245 Daumen hoch auf Facebook. Und das, die haben erst seit 2, 3 Tagen auf. Entweder haben sie nur gekaufte Follower oder sie haben echt eine riesen Community. Also muss ich sagen, großartiges Kino. Alles Weitere, ja, müsst ihr selber austesten. Wenn ihr einen Tisch reserviert, dann werdet ihr sogar bedient. Sonst ist Selbstbedienung angesagt. Das war's von Burkhard Kado hier aus Euten, diesmal Stadtteil Bassen. Heute Bassener Bistro. Und wir sehen uns bestimmt auf meinem Kanal bei einem meiner nächsten Filme. Alles Gute, mach's gut, servus, grüezi, hallo und kommt gut ins Bett. Tschüss.